So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu Fröschis, ein Kinderspiel ab 5 Jahren auf der Empfehlungsliste zum Kinderspiel des Jahres vom Macher von Halligalli. Und das Spiel ist, da es eben auch ab 5 ist, super einfach, ist eigentlich sehr gut geeignet, um das zum Zählenlernen zu benutzen. Und zwar habe ich hier Karten vor mir liegen. Das ist ein Froschteich. Keine Ahnung, warum der gelb ist. Wenn ich dran bin, ziehe ich eine Karte, die 4. Das heißt, diese Karte lege ich jetzt auf die 4. Position. 1, 2, 3, 4 und decke dann diese Karte auf. Das ist eine 2, die darf ich dann auf die 2. Position legen. 1, 2. Dann habe ich hier, oh, leider habe ich Müll gefunden im Teich. Das heißt, mein Zug ist zu Ende. Der nächste Spieler ist dran. Wenn ich dann wieder dran bin, kann ich entweder die oberste Karte vom Ablagestapel nehmen, wobei Müll und so immer wegkommt. Das ist dann ganz aus dem Spiel für die Partie oder für die Runde. Und dann ziehe ich halt wieder eine Karte. Ah, eine 4, doof, habe ich schon. Also kommt die weg. Der nächste Spieler könnte jetzt die 4 nehmen, wenn er die noch verdeckt hat, und macht dann seinen Zug. Wenn ich dann wieder dran bin, gucke ich, auch wieder eine 2, doof. Dann schaue ich auch wieder, aha, hier eine 8, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man fängt immer mit 8 Karten an. Das heißt, auch hier tausche ich jetzt die Karte durch. Oha, eine 1. Oh, dann gucke ich hier eine 3. Ah, leider wieder eine 1. Zug vorbei. Andere Spieler sind dran. Dann komme ich wieder. Eine 5. Sehr gut, 1, 2, 3, 4, 5. Leider auch wieder eine 4. Doof. Nächster Spieler dran. Ich kann jetzt hier die 6 hinlegen. Ah, leider wieder die 3. Doof. Das heißt, jetzt muss ich warten, bis ich eine 7 oder einen Frosch ziehe. Das heißt, hier ich eine 1. Vielleicht wirft ja auch ein anderer Spieler meine 7 weg, weil das muss, weil er die 7 da schon hat. Ich hätte jetzt hier die 7, kann die halt durchtauschen. Das wäre sogar so ein Fröschi. Also hätte ich jetzt hier vom Stapel so einen Frosch gezogen. Den kann ich einfach irgendwo hinlegen. Und angenommen, es ist irgendwie so, dass ich hier irgendwie verdeckte Karten habe. Angenommen, so wäre jetzt die Auslage und ich würde hier so einen Fröschi ziehen. Dann kann ich jetzt sagen, okay, den Fröschi lege ich jetzt mal hier hin. Und dann habe ich eine 7. Jetzt kann ich die 7 wieder mit der Position 7 austauschen. Ein Fröschi ist quasi immer ein Joker, das heißt, auch da kann ich dann die passende Karte hinlegen. Und jetzt habe ich halt hier eine durchgehende Reihe. Fröschis zählen immer als die Zahl, die sie quasi vertreten. Und jetzt habe ich halt eine Reihe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit habe ich die Runde gewonnen. Dann werden alle Karten wieder eingesammelt von allen Mitspielenden. Alle anderen haben auch noch eine Runde lang Zeit, das zu schaffen oder nicht. Dann würden wir die Karten wieder gut mischen. Und alle, die es geschafft haben sollten, wirklich eine komplette Kartenreihe aufgedeckt dahin zu legen, die bekommen dann in der nächsten Runde 3, 4, 5, 6, 7, also immer eine Karte weniger pro Durchgang, wo man es geschafft hat. Und wenn man jetzt eben es wieder geschafft haben sollte, diese Karten als erste wegzubekommen, dann kriegt man in der nächsten Runde noch eine Karte weniger und noch eine Karte weniger, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, bis man nur noch eine Karte hat. Hier muss man dann halt eine 1 oder ein Fröschi hinlegen, das kann schon ein bisschen dauern. Und wenn man auch die Karte noch wegbekommen hat, dann hat man die Partie gewonnen. Und das ist tatsächlich schon das ganze Spiel. Wie gesagt, manchmal sind da so Müllkarten drin, manchmal hat man da auch so einzelne Joker-Karten, irgendwelche Fröschis drin, und das ist durchaus ganz witzig. Es ist natürlich komplett zufallsbasiert. Ich habe da auch schon erwachsene Mitspielende gehabt, die mir das Spiel vorgestellt haben, die das total witzig und lustig fanden. Es ist halt, wenn überhaupt, dann ein kurzweiliger Absacker, der aber schon, auch gerade wenn ich das mit 4 Leuten spiele und es halt wirklich alle der Reihe nach schaffen, von ihren Karten runterzukommen, ein bisschen dauern kann, weil auch, wenn ich halt dann irgendwie ich weniger Karten habe und ich dann nur 7 Karten habe und ich ziehe eine 8, ist das für mich einfach eine Niete, die ich dann weglegen muss. Das heißt, meine Chancen, dass einfach Karten kommen, die ich nicht gebrauchen kann, sind dann auch schon nochmal deutlich höher. Jetzt habt ihr einmal gesehen, wie Fröschis funktioniert, ob das was für eure Absackerrunden sein könnte oder wenn ihr Kinder habt, die gerade Zählen lernen oder generell das Thema witzig finden und sowas Einfaches durchaus gut spielen können. Ob ihr es braucht, dann könnt ihr euch das Spiel jetzt holen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.